Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3 mit der lieben Nudel. Servus, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben das letzte Mal den Bleak besiegt in dieser Schneefeld. Und ich finde, Necrocon macht sich sehr gut in der Rolle als die fantastische Nudel. Du musst noch ein bisschen rauer sprechen als Kerl, ja? Hallo? Servus, hallo! Meine Stimmbänder sind so. Es tut mir leid. Dann seid ihr verziehen. Ja. Oh, da ist schon wieder so ein Gesicht in der Welt. Oh. Jetzt sehe ich es auch. Das nächste Level heißt Summendes Sperrfeuer und ich erinnere mich überhaupt nicht daran, bis auf die Wasserlevel, was hier abgeht. Und Wasserlevel sind schlimm. Okay, ich nehme alles zurück. Ich erinnere mich doch wieder. Hier gibt's diese Helikopter. Wenn sie denn Helikopter heißen. Oder ich glaube, die heißen einfach nur Copter. Ich weiß es gerade nicht. Ich erinnere mich nämlich gerade gar nicht. Also, wir werden... Ich finde die Farbe des Vogels sehr schön. Ah, okay, ich erinnere mich. Braun. Da ist die Besonderheit, man kann den auf den Kopf springen. Ich weiß nicht, ob das auch für den Vogel gilt. Ob der quasi, wenn ich ihm auf den Kopf lande, ob das als Hit zählt oder nicht. Keine Kannst Ahnung. Kannst du versuchen, drauf zu kacken. Die Vögel das halt so gerne machen. Ich bin doch keine Taube. Das ist ja auch ein Papagei. Squawks der Lila, ne? Wow. Okay. Lila ist eine schöne Farbe. Ja, sie passt harmonisch und farblich zu seinem gelben Schnabel, wie die Lakers. Du kannst das sogar rollen! Wie cool! Das wusste ich noch gar nicht. Also das Fass. Was sollte denn sonst passieren, wenn ich es fallen lasse? Dass es kaputt geht oder stehen bleibt. Okay. Ich wusste nicht, dass der das rollen kann. Jetzt siehst du es sogar in Perfektion. Wo ist das oben? Okay, war ein bisschen zu schnell. Ich hätte mich gar nicht so beeilen brauchen. Wir haben noch genug Leben, aber... Ja, wir haben ein bisschen Leben gesammelt. Ja, wir sagen es auch gerne nochmal, weil wir es nicht oft genug gesagt haben. Wir machen keine 103%. Ich wiederhole, meine Damen und Herren. Wir machen keine 103%. Boah. Haben das alle verstanden? Du Spielverderber. Ja, als ob ich auch der Schuldige an dieser Misere bin. Ich habe mir auch überlegt, wie ich denn die... Oh, das war nicht gut. Ich sollte nicht nochmal Y drücken. Ganz langsam. Oh, wie süß. Ich habe mir auch überlegt, wie ich die 103% nachholen soll. Ich denke, ich setze am Ende dieses Let's Plays einfach ein Special an. Was geht da ab? Aua. Nein, doch nicht. Ein Special an, wo ich einfach die Bonus... Welt kurz mach, also sprich die zuerst diese Minispiele, alle Münzen sammle, alles zusammenschneide, ohne dass man die Level sieht im Endeffekt und danach die Bonuswelt als normales Spiel, dass ich da durchrenne, weil wir sie ja bei uns nicht sehen, wobei wir die ja jetzt besuchen können, zumindest das erste Level. Ja. Also für alle, die jetzt nicht ganz wissen, was ich mit der Bonuswelt meine, da ist ja dieser Vulkan aufgetaucht. Ja, weil die Nudel, die ist schön drumherum geflogen. Und die Nudel ist jetzt dran. Ja. Also, wie hieß das? Cremoa. Ich hab's Crematoria genannt, ist aber nicht richtig. Cremoa hieß es. Und ja, dieser Vulkan, der stellt eben diese verlorene Welt aus dem Zweier dar. Was ist das? Okay. Ich höre so ein leichtes Summen. Das gehört wohl zum Spiel. Ja, ich konzentriere mich hier auch gerade. Ich höre schon Summen. Kein Problem. Dann übernehme ich einfach mal, weil ich habe noch nicht so viel gesagt, Nudel. Deswegen bin ich jetzt mal dran. Lass mich doch auch mal ausreden, Mensch. Nein. Ja, er hat sich gerade auch schon beschwert. Ich sage immer so viel am Anfang und dann jetzt kommt er hier mit, oh, lass mich auch mal reden. Also, wirklich. Ich wollte ja noch mit Cremor das zu Ende erzählen. Vorsicht, Mann. Geh jetzt nicht drauf, solange ich laber. Gerade weil du es gesagt hast, ja. Aua, Schmerz. Das waren einfach zu viele. Nochmal, für all diejenigen, die das mit dem Vulkan nicht ganz verstanden haben. Ja, genau, da oben muss das doch sein, oder? Der Vulkan? Nein. Der ist da sicher nicht oben. Aber wo ist das Fass? Hallo? Wow! Das kam jetzt sehr überraschend. Okay, ja, sehr schnell. Wow.
Aber wir hatten das Speicherfass. Also mit genügend Münzen kann man quasi dem, ich glaube, der hieß Boom oder Boomer. Also Boomer kann man dann befehlen, dass er eine Ladung zündet. Und pro Ladung kostet uns dann halt das dementsprechend Münzen. Sprich, wir brauchen halt alle Münzen, damit alle Ladungen zünden, dass alle Steine aus dem Weg geräumt werden und dass wir da einmal im Kreis laufen können, um alle Level zu sehen. Und das hole ich dann eben bei mir nach. Ja, also hier ist das Fass auf jeden Fall. Oh, ja. Ich glaube, es spawnt wieder. Ja, das spawnt immer wieder. Okay, weil es gibt ja auch Fässer, die nicht spawnen. Kann das sein? Nee. Bin ich mir gerade noch nicht mal sicher. Doch, ich glaube schon, dass es Fässer gibt, die nicht spawnen. Aber kurz zu meiner, zu meinem Vorschlag. Schreibt es mir einfach bitte in die Kommentare. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Du musst es links gegen die Wand rollen. Ah. Glaube ich. So jetzt einfach so einen leichten Linksschlenker. Weg war's. Und sagt mir einfach, ob ich das so machen soll. Das heißt, ich spiele nicht das ganze Spiel durch, nicht nochmal ein extra Let's Play, weil ihr habt ja die Level gesehen. Und ich kann natürlich nicht an die unglaublichen und fantastischen Leistungen eines Togethers von uns rankommen. Und aber an die Leistungen von Nudel. Hast recht. Aber ich habe dann wenigstens meine 100% und dann seht ihr auch, wie das Spiel dann endet, wenn man alles gefunden hat. Ich meine, ihr wollt ja eh nicht sehen, wo man alles findet. Aha. Alle Münzen zum Beispiel. Ich hab Angst. Berechtigt. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass man den als Affe auf den Kopf rumspringen kann. Das funktioniert. Es ist sogar einmal nötig. Ja? Um irgendwie an eine Stelle zu kommen. Und das Interessante ist, da sind Münzen oder sowas. Ich weiß nicht mehr, ob das... Oder vielleicht sogar ein Bonusfass. Und das Interessante ist, wenn du das Fass erledigt hast und dann nochmal hochspringst, dann gibt es, glaube ich, 5 Leben oder so. Ah, ja. Vielleicht ist es sogar in dem Level. Das können wir uns mal angucken, wenn es soweit ist. Wenn du jetzt auch noch drauf gehst, weißt du, weil du den Winkel nicht erwischt, wäre jetzt blöd. Extra vorsichtig, zack, tot. Ja, genau. Ach, da. Oh. Nee, brauchen das funktioniert wir das Ding nicht. Überhaupt? Oder du könntest es rollen, quasi unter dem Durchrollen dann schnell weiterfliegen. Wenn ich es denn überhaupt brauche. Ja, ich denke schon, da hinten habe ich so ein Dinger gesehen. Ach, jetzt geht er hoch. Ich könnte noch drunter kommen, oder? Es ist halt sehr gefährlich. Genau. Also ich würde. So. Jetzt geht er nicht. Ach, da. Ja, wieso? Wir brauchen das doch. Nein, bestimmt nicht. Ich zeig dir das jetzt, wie ich das gemeint habe. Warte. So, das jetzt rollen? Ja, weil wir brauchen das für da unten. Ja. Nun muss ich. Oh, nun muss ich schaffen, an dem Kerl vorbeizukommen. Mann! Mal. Jetzt muss ich hier wieder alles machen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich bin unfähig. Ich bin nicht würdig. Es tut mir leid, oh große Nudel. So, das hatten wir ja geholt, aber wir müssen ja trotzdem unten lang. Warte. Ja, ich bleib Nudel, hier warte. Auf sitzen. Nudel, warte jetzt. Ja, doch. Du musst jetzt total warten. Beruhig dich jetzt mal. Hallo? Du bringst die Leute total durcheinander mit deiner Hektik. Bananen. Oh. So. Drückst du eigentlich Y, während du fliegst? Weil du fliegst ja schneller. Ist ja wie Rennen. Ja, meistens. Okay. Nicht, dass ich dir jetzt wieder ein ominöses Geheimnis verraten hätte, wo dann wieder so ein... Ach, so geht das, weißt du? Ja. So. Friss das! Ich glaube, es ist schon ein bisschen mit Glück verbunden, weil du siehst das links ja nicht. Ist er tot? Ich habe keine Ahnung. Nee, ist er nicht. Okay. Deine Katze meldet sich? Ja. Ich hab gedacht, man hört es vielleicht nicht. Ja, geh weg, hau ab. So. Ich hab Vulkanier-Ohren. Ach, es ist ein R? Ja. Hab 2 Kater. Okay.
Der Pino und der Mighty. Ich sag jetzt einfach nichts dazu. Ich hab denen die Namen nicht gegeben. Schau mich nicht so an. Was der Jamie oder wie? Nein, wir haben die adoptiert. Ach so. Und die Katzen auch. Oh Gott. Vorsicht, Vorsicht. Nein, 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 nein. Och, böse Knöpfe. Böse Knöpfe. Ich war schon durch. Nudel ist durch. Versteht ihr? Okay. Bei dem Kommt wieder runter! Kommt zurück, Jungs! Komm mal runter, ey! Stress dich nicht so! Alles cool, alles cool. Ja, ja. Das sagt sich so einfach. Ist es auch. So, jetzt habe ich dich wieder. Jetzt muss ich kurz warten. Ich glaube, jetzt muss ich da schnell unten drunter. Vermute ich zumindest. Okay, was geht da oben? Bananen? Banana-Film. Woher hast du das? Ich, Charlie the Unicorn, glaube ich. Ah, okay. Kennt natürlich wieder mal kein Mensch. Kennt jeder. Schreib's doch in die Kommentare. Dafür solltest du es vielleicht nochmal sagen. Charlie the Unicorn. Aber Charlie. Yeah, Charlie. Wobei, ich schaue es mir lieber auf Englisch an. Wieso, du kennst es ja doch. Ja, natürlich. Ja, siehst du. Das war ja jetzt auch... Da wollte er mich wieder verarschen. Ey. Ich bin so naiv und glaub es auch noch. Es ist ja nur ironisch gemeint. Soll ich mir so ein... Das ist eine schlechte Eigenschaft von mir. Ich bin naiv. Oh. Rette uns, danke. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Na, so viel zum Thema. Ich weine. Okay, wir sind ja auch gleich durch. Mann. Ja, hoffentlich. So. Nein! Na, da hinten wär's schon gewesen, weißt du? Und wer geht wieder drauf? Du. Ich. Hm. Ach, und wieder von... Ey, mir kommt das so ewig vor, das Level. Ja, ne? So. Immerhin habe ich das drauf, ne? Ja, bist doch zu was gut. Manchmal hasse ich dich. Das sagt sie nur so. Das ist eine richtige Hassliebe, was wir hier haben. Aber ich denke, den Zuschauern ist ja auch klar, dass das alles nicht ernst ist. Dass wir uns nicht hassen? Ja, das stimmt. Ja, ja. Und auch nicht lieben. Das ist einfach... Genau. Wir sind zwei Let's Player, die Spaß haben und einfach ein bisschen Blödsinn reden. Die haben Spaß. Zusammen, weißt du? Ja. Wir haben heute wieder gute Laune. Aus der Flasche, ja, ja. Alkohol. Oh. Das war doch gar nicht so schlecht, danke. Bitteschön, das war mein Plan. Okay, das kaufe ich dir jetzt einfach mal so ab. Nein, Vorsicht. Lila Swanky, Laker Swanky. Squawks. Nein! Immerhin waren wir nicht kurz vorm Ende. Oh, wieso? Das gibt's doch nicht. Nudel, mach was. Das ist kein Loren-Level. Ach, das ganze Spiel, weißt du? Das ganze Spiel ist ein Loren-Level, genau. Mich ärgert das total, weil ich selber... Ich habe eigentlich keine großen Probleme mit Jump'n'Runs. Aber jetzt plötzlich? Keine Ahnung. Es ist Donkey Kong. Mich würde interessieren, ob ich eingerostet bin. Weil ich sowas einfach nicht mehr so regelmäßig spiele. Oder ob das jetzt wirklich nur an dem Spiel und nicht dem Genre liegt. Dass ich halt bei Donkey Kong total abkacke. Und bei einem Mario jetzt zum Beispiel besser bin. Ich weiß es nicht. Das muss ich demnächst mal testen. Tu das. Da mache ich dann so mit Wissenschaftlerkittel eine Statistik. Machst du wieder ein Necrofun? Wobei zweimal Mario-Titel, weiß ich nicht. Ja, dann halt was anderes. Das wird nichts. Ja, ja. Es wird ja auch nichts, wenn du links, rechts stehen bleibst. Es ist so ärgerlich. Ich bin in der Theorie besser, aber in der Ausführung nicht. Ja,
Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Mindestens. Ja, ja. Nein. No. Ich glaube, das wird jetzt wie vorhin. Nein, wird es nicht. Ich dachte, er erwischt ihn noch.